Mein Name ist Jasmin, ich bin 30 Jahre alt, komme aus dem wunderschönen Saarland und arbeite als Sachbearbeiterin auf der Rechtsstelle beim Jobcenter. Mein Äußeres ist mir, ich glaube, schon sehr wichtig. Also, wenn ich rausgehe, dann gucke ich schon, dass ich ordentlich angezogen bin. Ich denke, der erste Eindruck, den man von mir hat, wenn man mich nicht kennt, also vielleicht anfangs arrogant, weil ich vielleicht dann, wenn ich die Leute nicht kenne, nicht direkt so ganz offen bin. In meiner Freizeit verbringe ich natürlich viel Zeit mit meinem Hund. Ich sag immer, sie ist eigentlich genau wie ich. So nach außen wirkt sie eher so ein bisschen, wo man denkt, habe ich vielleicht ein bisschen Angst oder Respekt, weil sie einfach so ein Auftreten hat. Ansonsten ist sie super warmherzig, braucht immer super viel Nähe. Ich liege dann halt mit ihr hier auf der Couch. Mein Partner ist ja nicht da, dann habe ich halt sie. Das Schlimme am Single-Sein ist für mich eigentlich, dass man so komplett alleine durchs Leben gehen muss. Mein größter Wunsch ist ein Partner, mit dem ich mir eine Familie aufbauen kann und mit dem ich alt werde. Aber es muss schon so ein Macho-Typ sein, der eigentlich will, dass er erobert wird. Wenn der dir anfangs schon direkt so den Honig irgendwie, ich sag jetzt mal, um den Mund schmiert, schwierig, dann ist der zu uninteressant für mich. Natürlich spielt das Äußerliche eine Rolle, gerade hier so. Ne? Man steht ja plötzlich vor einem Fremden, da zählt ja erstmal nur dieses äußere Erscheinungsbild. Sendung verpasst? Gar kein Problem. Jetzt kostenlos auf Join nachschauen. Kostenlos? Hier. Habt ihr Lust auf mehr Videos? Dann klickt hier. Und wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann abonniert gerne den Kanal und klickt dort.